Sie erreicht ihre Ziele oft über Umwege, genießt die Ruhe und sammelt Inspiration. Adelheid Fuß ist freischaffende Künstlerin und nimmt auch im Park Charlottenhof in ihrer Heimatstadt Potsdam nicht immer den direkten Weg zu ihrem Atelier im Künstlerhaus Scholle 51. Hier werden ihre Ideen zu Kunstwerken. Die gelernte Holzbildhauerin arbeitet heutzutage nur noch selten mit Holz. Sie experimentiert mit den verschiedensten Materialien, beispielsweise mit Pappmaché und Wachs, und schlägt so auf ihrer Reise zu ihren fertigen Plastiken und Grafiken oft Richtungswechsel ein. Ich habe immer so eine Grundidee und dann suche ich mir ein Material dafür aus. Das muss aber dann nicht bei dem Material bleiben. Manchmal ändert sich das auch. Ich fange mit der Grundidee an, mit so einem Gefühl. Und dann lege ich los und gucke dann, was daraus wird. Manchmal arbeite ich sogar so, dass ich mir ein bestimmtes Papierformat vornehme und sage, so, jetzt habe ich so und so viele Papiere in dem und dem Format. Da mache ich was drauf. Und selten bleibt es dann bei den Papieren. Die Gedanken von Adelheid Fuß finden manchmal erst Jahre später ihren Weg zur Umsetzung. Im Fokus steht dabei bei der gebürtigen Rumänin der Mensch in all seinen Facetten. Manchmal auch in Silhouetten, wie beispielsweise in ihrer Grafik namens Erdachtes Land, mit der sie in diesem Jahr mit dem Brandenburgischen Kunstpreis ausgezeichnet wird. Auch diese Idee hat 10 Jahre einen zielführenden Umweg genommen. Zunächst bestreicht sie ein saugfähiges Material wie Papier mit einer Chemikalie, die im Licht reagiert, und legt blickdichte, nur zum Teil durchbrochene Folien auf. Eine Glasplatte verhindert das Verrutschen und ermöglicht noch schärfere Ränder. Anschließend lässt die Künstlerin Licht in den Raum, das auf das Papier fällt und somit eine neue Farbgebung und einzigartige Wirkung schafft. Wasser perfektioniert das Ergebnis und verstärkt die blaue Färbung und den hohen Wiedererkennungswert ihrer Grafiken. Den Titel habe ich gewählt, weil ein Land für mich kein feststehender Begriff oder kein feststehendes Ding an sich ist, sondern immer von den Menschen gestaltet und verändert wird, die dort leben, also die Visionen für das Land haben und es somit selbst erdenken. Der Mensch im Mittelpunkt, jedoch ohne feste Position. Ihre Figuren, die unter anderem aus Bronze oder Epoxidharz bestehen, sind aus mehreren Perspektiven gedacht. Die 43-jährige Künstlerin positioniert ihre Plastiken in ihren Ausstellungen immer wieder um. So erhalten sie eine immer neue Interpretation. Je nach Ausrichtung taumeln, fallen oder liegen sie und mal stehen sie im Raum. Auch das Verhältnis der Figuren untereinander ist für die Potsdamerin von Bedeutung. Das ist so eine Grundidee, an der ich schon länger arbeite, dass Menschen ihren Platz in der Welt eigentlich immer suchen müssen und ihren Raum im Leben und ihre Aufgabe. Und genau, Menschen sind eben keine Bäume, die festgewachsen sind und verwurzelt, sondern müssen immer mit sich selber ringen oder mit den Menschen in ihrer Umgebung und gemeinsam zu einer Position kommen oder auch alleine. Und das ist so die Grundidee. Adelheid Fuß hat ihren Platz bereits gefunden. Für ihre Kunstwerke schlägt sie jedoch weiterhin immer neue Wege ein.